10 Dinge, die du vielleicht noch nicht weißt. Nummer 1 ist das beste Essen überhaupt. Also wirklich. Wenn wir eine Pilzkuh so mit einer Schüssel bedienen, dann bekommen wir eine Suppe. Okay, Suppen sind jetzt nicht so geil. Das Schöne ist aber, wenn du hier wohnst, hast du endlos Essen. Wenn wir aber so eine Kuh mit dem Blitz treffen, dann können wir ihr Löwenzahn füttern und eine Schüssel nehmen und bekommen eine seltsame Suppe. Und die ist mega gut. Nummer 2 ist ein bisschen feucht. Wusstet ihr, dass ein Kessel sich nach und nach mit Wasser oder mit Pulverschnee füllt? Wir sind jetzt genau auf der Grenze, wo es hier regnet und hier schneit. Und jetzt eine Zeit lang warten, füllt sich das Ganze mit Wasser oder Pulverschnee. Okay, jetzt regnet es schon hier rüber. Ich muss ein paar mehr Kessel machen. Gut, das Wetter hat aufgehört, aber immerhin hat es ein Kessel schon mal geschafft mit Pulverschnee. Nice! Die dritte Nummer hat mit Kaktus zu tun. Und eigentlich sind es 2 Nummern. Als allererstes wissen wir alle, wir können neben den Kaktus nichts platzieren, ne? Das geht nicht. Geht ja wohl! Schnee! Wir können nämlich Schnee daneben machen, sogar bis es ein solider Block ist. Also bis es ein gesamter Block ist, ne? Wir können Kaktus also in Schnee einbauen. Super merkwürdig, warum genau das funktioniert. Kann man ein lustiges Bodenpattern machen, was wehtut. Aber es geht. Und der zweite Punkt, hast du jemals die Bodenseite vom Kaktus gesehen? Ich meine, wie sieht ein Kaktus so von unten aus? Wenn wir das hier abbauen, ist er weg. Da haben wir es kurz gesehen. Zu kurz, meiner Meinung nach. Wenn wir einen Rahmen nehmen und wir tun mal einen Kaktus rein und drehen das mal. Da, guck mal. Es sieht halt einfach aus wie grünes Holz. Es ist super weird. Kleiner Bonus-Fact, so. Die nächste Nummer hat mit dem Kollegen hier zu tun. Ein Skelettpferd. Und das hat mich wirklich überrascht. Denn wenn man so ein Skelettpferd dann mal hat, was ja im Survival wirklich super random ist, das zu bekommen, dann kann man einen Trank der Wasseratmung trinken und man kann tatsächlich unter Wasser reiten. Also kein Scherz. Wie ihr seht, können wir unter Wasser reiten. Und wir können springen, um wieder was hochzukommen. Und natürlich ganz normal einfach hier hochlaufen. Wenn wir mal auf dem Boden sind, versteht sich. Dann kommen wir hier hoch. Aber es ist halt mega cool, um quasi Unterwasser, Ozean oder so zu erkunden. Da kann man ganz easy, einfach, gemütlich durchs Wasser reiten. Wie cool ist das denn bitte? Warum kann das Pferd unter Wasser reiten? Das andere Pferd, ja gut, das lebt, das muss atmen, ne? Wo wir schon bei Pferden sind, nehmen wir die nächste Nummer. Wir alle kennen das. Du setzt dich drauf und wirst runtergeschmissen, weil das Pferd dich nicht mag. Das ist schon ein bisschen nervig, ne? Und manchmal dauert es echt lang. Aber ihr könnt goldene Äpfel nehmen. Dann macht ihr 1, 2, 10. Und beim 11. futtert es das immer noch, aber ihr bekommt keinen Futtersound mehr. Wenn ihr euch dann draufsetzt, zack, Instant Tame. Ist sofort eures. 10 Goldäpfel, mehr braucht es nicht. Mega gut. Oder? Schreibt mir in die Kommentare. Aber es heißt, braucht es nicht. 10 Goldäpfel sind halt schon einfach mega OP eigentlich. Hier fährt guten Hunger. Kommen wir zu etwas, was erst seit der 1.19 gilt. Ja, erst seit der 1.19. Und zwar, wenn wir Erze mit TNT in die Luft jagen, dass wir nicht mit Redstone, sondern mit einem Feuerzeug anzünden. Gut, das war jetzt blöd. Machen wir es einmal im Freien. Und wir zünden es mit einem Feuerzeug an. Dann gibt es Erfahrung. Das ist ja mega cool, dass es dann Erfahrung gibt. Zack, 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 zack. Schon fast Level 3. Nur durch das Sprengen von den 4 Erzen. Ganz ehrlich, wenn man im Late Game ist, hat Sachen an mit Reparatur, hat eine Creeper Farm, hat endlos TNT und geht damit minen, ist das mega gut. Aber nur, wenn ihr es mit einem Feuerzeug anzündet, ne? Nicht, wenn ihr es mit Redstone anmacht. Und durch eine Kettenreaktion mit TNT bin ich mir gar nicht sicher. Bei der nächsten Nummer wird es spannend. Ein Warden als Haustier. Man kann den Warden nämlich tamen, also zähmen. Und dafür, ja, müssen wir ihn mal hervorholen. Ich mach mal ein bisschen Krach, bis er spawnt. Da ist ja unser Freund, der Warden. Und das Schöne ist, wenn wir jetzt so 2 Sensoren nehmen, bauen die so hin und machen hier eine Falltür gegen. Jetzt klappert die immer weiter und der Warden ist halt mega verwirrt, weil der ist nur daran interessiert. Und wenn wir das bei uns in der Base machen, haben wir einen Warden als Freund. Wir können sogar in den Survival-Modus gehen und machen, hallo Warden, na, alles gut? Bist du so fasziniert von der Falltür? Das ist mega, mega cool. Jetzt schleiche ich natürlich die ganze Zeit. Was ist denn, wenn ich hier aufstehe und diese Akustik unterbreche? Hallo, Warden? Hallo? Hallo? Wir dürfen ihn nur nicht hauen, ne? Wenn wir ihn hauen, dann ist vorbei. Ist es geil oder ist es geil? Sind wir mal ehrlich. Und dann kommen wir gleich zu unserem nächsten Punkt. Was ist denn der Warden? Was ist er? Blind. Der Warden ist blind. Und hört auf Geräusche, ne? Das wurde uns von Mojang verkauft. Wenn wir aber in den Spectator-Mode gehen, in den Zuschauer-Modus, gibt es leider auf der Bedrock nicht, und wir links klicken ihn, dann sind wir der Warden. Wir können sehen. Ich dachte, der ist blind. Gut, so viel dazu. Der Warden ist also gar nicht blind. Der tut nur so, als ob. Eigentlich ist er ein kleiner Betrüger und mehr nicht. Tja, Warden. Ich würde sagen, ausgedribbelt.
Die nächste Nummer ist auch sehr cool. Die nächste Nummer ist nämlich Instant Landen mit der Elytra, ne? Wir kennen das, wir fliegen, nehmen Raketen, fliegen hier rum und gucken, wo wollen wir landen. Und wenn wir jetzt als Beispiel uns irgendeine Ecke aussuchen, ich würde mal sagen, wir versuchen hier drauf zu landen, das könnte gefährlich werden, ne? Aber wenn wir eine Chorusfrucht nehmen und die essen, stehen wir sofort da, wo wir gerade drüber fliegen. Ganz easy. Instant landen und nie wieder sterben beim Elytra fliegen. Es ist halt so gut. Und ist auch egal, wo wir rumfliegen. Also wenn wir ganz hier oben rumfliegen und wir essen diese Frucht, stehen wir instant hier unten und bekommen keinen Schaden. Für alle, die es mir nicht glauben, jetzt im Survival-Modus hier. Warte, ich fliege nochmal hoch. So. Easy. Ganz easy. Und falls deine Elytra kaputt geht, natürlich auch deine Lebensrettung, ne? Noch ein kleiner lustiger Fakt. Wir kennen alle Schalker, ne? Diese komischen kleinen Dinger da drinnen. Zeig dich mal. Da, die da, ne? Und wir wissen auch alle, wenn wir einen Trank der Unsichtbarkeit nehmen, dann sind wir halt unsichtbar, bis auf die paar Partikel, die mal auftauchen. Wobei ich finde, die sollten nicht auftauchen. Die machen den Trank so ein bisschen useless. Wenn wir den aber auf einen Schalker werfen, dann wird nur die Schale unsichtbar. Und der kleine Creep hier sieht aus, als würde er verkehrt herum da drinnen sitzen. Also, als würde der Kopf nach da zeigen, weißt du? Sehr merkwürdig. Oh, jetzt kann ich ja schlecht. Hallo, sehr merkwürdig. Und die letzte Nummer ist echt spannend. Aber nichts Neues. Habt ihr schon mal Neonlichter gemacht? Ich meine, so ein Schild ist was anderes, wie wenn ihr ein Schild voll mit Punkten macht. Hellblauer Farbstoff, Tintenbeutel drauf, boom. Ja, das ist was ganz anderes. Und wenn wir es jetzt mal Nacht machen, dann emittiert es nicht Licht, aber es wirkt einfach alles heller und das ist super für Cyberpunk-Städte oder für Geschäftsbeleuchtung, wenn zum Beispiel nachts zu ist, ne, aber das Licht drinnen noch an und solche Sachen ist das mega cool. Und wie macht man jetzt dieses Symbol? Na, es gibt da ganz viele verschiedene. Wir können auch zum Beispiel mal so machen. Sieht auch sehr weird aus, wenn wir das jetzt mal markieren und komplett kopieren und anmalen. Dann sieht es so aus. Sehr irritierend, also da finde ich das hier wesentlich angenehmer. Macht ihr, indem ihr Alt gedrückt haltet, die erste Taste links neben eurer Leertaste gedrückt halten und dann auf euren Nummernblock, das ist rechts der kleine Block mit Zahlen auf der Tastatur, 4, 7, 8, 5 und dann könnt ihr Alt wieder loslassen und ihr bekommt so ein Zeichen. Das ist dieser sogenannte ASCII-Code und da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten. Okay, das war jetzt zum Beispiel die 78.963, kommt ein S raus. Man muss halt sich rumprobieren oder googeln. Oh, das ist auch gut. Was war das jetzt? Ihr seht also, es gibt da Unmengen an Symbolen. Die könnt ihr googeln oder ihr könnt ein bisschen rumtippern. Ihr findet eigentlich relativ schnell etwas Passendes. Das hier ist sogar eigentlich auch echt noch nicer, ne? Das waren sie, die 10 Dinge. Schreibt mir in die Kommentare, welches dir am besten gefallen hat. Like das Video, abonniert den Kanal. Ciao mit V.